Hallo und willkommen zurück zu King of Retail. So, wir schnacken gar nicht lange. Wir haben wirklich noch heute richtig viel zu tun. Ich hoffe, dass alle kommen. Ich habe das Lager erweitert schon hier, ihr seht's. Wir werden jetzt hier einen schönen neuen Boden schnell reinziehen. Boden. Kopieren, zack, davon und dann hier hinsetzen. Dann werden wir hier die Wand kopieren, zack, hinsetzen, hinsetzen und hinsetzen. Und wenn ich die Kohle habe, werde ich hier zwei neue Regale kaufen. Ich guck mal, was ich noch auspacken kann hier. Das ist wieder voll. Wie gesagt, unsere Fun & Game Produkte, die habe ich nicht nachbestellt, sondern wir haben jetzt nur wieder von die normale Menge bestellt, die wir haben. Okay, der Lieferant hat alles abgegeben. Wir haben Platz satt. Ist immer noch alles voll, ist noch nichts verkauft worden. Der Toni wird nach Hause gehen oder der wird kündigen, schätze ich mal. Und dann müssen wir neu unser Laden strukturieren. Ich habe wieder keinen Überblick mehr. Hier, das ist zum Beispiel frei. Hier ist frei. Das hier ist frei. Die Schuhe, weiß ich nicht, ob wir die jetzt alle untergekriegt haben oder eben auch nicht. Ne? Das ist immer so eine Sache. Da müssen wir gucken. Deswegen, ich lasse jetzt alles einmal im Ausverkauf, dass alles rausgeht und dann gucken wir weiter. Die Produkte habe ich zum Beispiel nicht mehr da. Die habe ich aber noch da. Das habe ich da. So, und mir fehlen die Kunden. Ne? Mir fehlen ganz klar die Kunden. Hi, spare. Hi, spare two seconds. Grün und rot. Die Schuhe gehen auch gar nicht. Also hier, ne? Guck mal, hier zum Beispiel. Die soll ich gar nicht da haben. Aber ich habe sie ja auch noch nicht ausgeräumt. Excuse me. Übel. Es ist wirklich, wirklich übel. Das geht so gar nicht. Thanks. Ja, hier waren glaube ich schon neue Klamotten noch. Ne? Wie gesagt, gleich sind wir bei 25.000. Es ist aber auch ein Wagnis, ein neues Regal zu kaufen. Aber ich muss es haben. Damit ich hier ausladen kann. Ne, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier hin, ne? Ne, wo wollte ich denn jetzt hin? Dammit. Hallo? Du Bahn, wo war das denn? Ne? Wo war denn das jetzt? Da bin ich jetzt doof. Hier. So, und dann wollte ich hier hin, ne? Ah, kostet 20.000, ja komm, dann kaufen wir das auf jeden Fall. Wir brauchen es, das hat keinen Zweck. Und zwar setzen wir das mal hier oben an die Wand hin. Thank you. Zack, jetzt kriege ich zumindest mal den anderen Mist ausgepackt. Hey, have a minute. Ich helfe ihm hier mit beim Auspacken. Egal, müsste fast voll sein. Mal gucken, ob wir die kleinen verkaufen können und dann die großen noch dazwischen setzen. Das wäre natürlich auch nochmal eine Idee oder eine Maßnahme. Aber ihr seht, guck mal, ich krieg's jetzt alles ins Lager rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann haben wir natürlich die ganzen Fun-Artikel, die wir jetzt für 20% günstiger eingekauft haben, die können wir natürlich dann besser lagern. Wir brauchen mehr Hochregale, ne? Also da geht kein Weg drum herum. Bevor wir den Laden demnächst vergrößern, also was jetzt auf unserem nächsten Punkt steht, ist ganz klar Lagervergrößerung und eine zweite Kasse. Hi. Spare two seconds. Hey, can you help me? So,
Dann gucken wir mal. Hier können wir, glaube ich, neue Klamotten dran nehmen. Thanks. Das Weiße hatte ich noch nicht und das Schwarze, glaube ich, hatte ich noch nirgendwo, ne? Genau, die hängen wir mal hier dran, bis dass die weg sind. Hier hatte ich unten auch noch Thank nichts. You. Aber es kann halt sein, dass jetzt das obere auch leer bleibt. Wie gesagt, das machen wir jetzt mit dem Ausverkauf. Unseren Produkten halt. Ne? Wir haben halt jetzt nur noch mindestens eine Menge und dann passt das schon. Eigentlich ist das hier von Mario die Arbeit, aber ich will jetzt mal schauen, dass ich das leer bekomme, das egal, damit ich das hier alles wegbekomme. Ne? Ach, du stehst mal wieder am Weg lieber. So, Friederike, ich muss aufpassen, wenn die Friederike in der Pause geht, dann muss ich die Kasse übernehmen. So, Schuhe, alles soweit, okay. Das Lager sollte doch jetzt bald leer sein. Hey, can you help me? Ja gut, es ist noch voll, aber wir könnten natürlich jetzt auch mal ein so ein kleines Regal verkaufen. Ne? Also das Geld, was wir jetzt am Konto haben, das wird gleich null sein. Ne? Das wird weggehen wie Schmidts Katze. Das werden wir nicht halten können. Das ist schon mal klar. Das ist die Miete jetzt. Wir haben das Lager vergrößert. Mitarbeiterkosten. Also bis jetzt haben wir 0 Euro verdient. Ihr seht, so ein, eben mal so ein Umbau und so, das macht schon alles ziemlich schnell kaputt. Also ich gehe mal hier an die Kasse. Guten Tag. 135. Es kommt schleppend rein, das Geld. Und Marketing. Es fehlt uns am Marketing. Keine Werbung und so, das macht sich natürlich alles bemerkbar. Guten Tag. Hi, spare 2 seconds. So, wo ist die denn hier? Der Mario braucht morgen ganz dringend eine Pause. Thank you. Guten Tag. So, da ist er wieder. So, Friederike, dann geh mal weg an die Arbeit hier. Walte deines Amtes. Excuse me. Hey, a little help. Die ganzen Fun-Gamer-Sachen fertig habe hier und raus habe aus dem Sortiment. Das dauert noch, wobei das müsste jetzt bald frei sein. Hey, can you help me? Einfach immer ranstellen und alles voll machen. Hey, got a second? Der Toni, ist der Toni eigentlich da? Nee, ne? Ich glaube, der hat gekündigt schon. Wegen seinen Gehaltsvorstellungen. Ne? Wir müssen auch für den Toni neu stellen. Nee, da hinten steht der Toni doch, ne? Nee, ist der doch, da ist der Toni. Hier ist der Toni. Hey, also drei Verkäufer sind zu viel in dem Laden, finde ich. Drei Verkäufer sind zu viel. Thanks. Das habe ich auch schon gelernt. Wir sind plus minus null. Thanks. Wir sind sozusagen kurz vor dem Bankrott. Wir haben Ware genug da, aber
Hey. Die Mitarbeiterkosten fressen uns jetzt auf. Hier habe ich Lager, habe ich sauber. Hier würde aber noch locker eins rein. Kann ich die umstellen? Kann ich die umstellen? Räume ich mal in das Lager um. Ne? Das würde sogar überpassen. Ne? So. Dann mache ich das hier auch noch. Thank you. Box mal später hinstellen. Verschiebe ich das mal hier hin. Zack. Und dann kämen hier noch eins hin. Hier noch eine zweite Gitterbox hin. Vielleicht die beiden blöden Thanks. Paletten weg. Thank you. Was kostet mich so eine Gitterbox? 4000. Komm, ich mach da. Wenn ich pleite bin, bin ich pleite. Aber ich will das Lager so langsam auf Vordermann haben. Dafür nehmen wir eine Palette hier weg. Löschen. So. Jetzt haben wir 120, glaube ich, gehen da rein. Ne? 120, 240, 320 Artikel. Das passt soweit. Und hier können wir nochmal... Hier kommt nochmal locker ein so ein Regal hin. Ja, das passt. Hey, have a minute. So, dann gucken wir mal jetzt die letzten Minuten, wie das hier in dem Laden sich verhält. Wir müssen was ändern, Freunde. Ich werde morgen nicht bestellen, weil ich habe kein Geld dafür. Thank you. Warum ich kein Geld habe, ihr seht jetzt, ich habe 23.000, aber schaut mal gleich die Kosten, die auf uns zukommen. Die Frage ist auch, zweite Kasse. Wir brauchen eine zweite Kasse. Platz für eine zweite Kasse. So, jetzt ist Feierabend jetzt und die Leute sind alle hier im Laden. Guck mal, die sollen nur bis 20 Uhr arbeiten und wir haben jetzt wieder 6:30. Ah, wir brauchen eine zweite Kasse, das hilft alles. Lager ist jetzt soweit klar. Keine Ware wird morgen bestellt. Also ich will alles restlos ausverkaufen. Alle gehen nach Hause. Und ja, also das ist auch nicht weggegangen heute. Hier kann ich hier was auffüllen. So, 7000, 8000 fast. 19.000. Das ist nicht viel. Ich würde gerne mal erstmal schauen, was erwartet mich hier mit den Mails. Links, ne? Toni, komm, wir gehen nochmal in die Verhandlung. Ich möchte dich ungern verlieren. Nee, stopp. Du sollst hier... Wir fangen nochmal an, Gehalt, Toni. Ich möchte, dass du glücklich bist. Den schon mal zufriedengestellt. So, drei Verkäufer sind im Moment zu viel. Er hat morgen einen freien Tag. Keine Sorge. Jetzt gucke ich mal gerade, ob der Toni auch ins Lager. Irgendeiner konnte doch auch ins Lager gehen. Ne? Mhm. Dann geht der Toni morgen ins Lager. Beziehungsweise er macht auffüllen. Gehst du ins Lager morgen? Die Kies
Was ist mit der? Die Stimmung ist auch ziemlich am Boden. Da müssen wir auch mal gucken. Hat die eigentlich schon mal ein Level abbekommen, Alter? Nee, hat die auch nicht gekriegt. Was ist mit dir, Lina? Kannst du morgen an die Kasse gehen? Ich hätte ja gerne an die Kasse. Und sie geht morgen in den Verkauf. Und die Kirsten hat morgen einen freien Tag. Oder ich gehe an die Kasse und die beiden... Nee, Moment, warte mal. Wir haben ja gesagt, der Mario hat morgen einen freien Tag, ne? Die Friederike geht in den Verkauf. Die Lina geht in den Verkauf. Ich gehe an die Kasse. Der Toni geht in den Nachschub. Und die Aline hat morgen mal einen freien Tag. Dann machen wir halt mal so, wir müssen die Lohnkosten jetzt senken. Und Werbung sollte uns gestattet sein. Das machen wir auch, damit wir die Kohle reinholen können. Werbung noch für morgen. Preis gekrönt. Für wen? Ehrlich gesagt hätte ich gerne die Arbeiter wieder, weil die lassen nämlich nicht die Arbeiter die Berühmtheiten. Die lassen eigentlich immer viel Geld da. Aber müssen wir ein anderes Format nehmen. Goldene Münze. In der goldenen Münze, da machen wir Werbung für die Berühmtheiten, und zwar Rosen. Zack, sieht zwar kacke für die aus, aber die wollen es alle, die nehmen wir mit. Aber wartet mal, ich sagte gerade, die Aline soll morgen frei haben, ne? Warum soll die frei haben? Die könnte ich eigentlich im Marketing einsetzen. Ne, die soll sich ausruhen. Ich muss erst Verkäufer haben. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye.